Nee, unter eine Bank, kannst du nicht verstehen. So viel Scheißangst hat das Tier gehabt. Also, da muss irgendein Geistwesen bei mir sein. Deswegen viele Leute, die sich in Usui-Reiki einweihen lassen, am Anfang gefällt es ihnen die Idee. Dann, nachdem den ersten Grad die gemacht haben, und dann machen sie mir ihren Zeichen, was auch immer, und dann irgendwann merken sie, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, aber trotzdem, mit Reiki kann man nicht vieles heilen, okay? Aber die Symbole kann man einsetzen für andere Dinge. Ne? Das ist halt so wie, du hast ein Auto, ein neues Auto, aber ein kleiner Defekt ist am Auto. Aber du hast ein anderes Auto, das eigentlich Schrottauto ist, hat aber dasselbe Teil, nicht wahr? Das nicht Schrott ist. Also kannst du das andere Auto ausschlachten und in dein Auto reinbauen, weil das alles dann läuft, das ist perfekt. So läuft es auch mit der Geistheilung, die ich so erforscht habe, dass man kann sie, hier benutzt man zum Beispiel Kundalini-Reiki, aber zusätzlich kann ich noch Imara-Reiki benutzen, Symbole. Oder ich benutze alle Geistheilungen, die ich kann, die ich habe. Ich habe haufenweise, hunderte von denen, aber ich benutze nur die stärksten, wo wirklich was geschieht, nicht wahr? Und die benutze ich, die 5 oder 6 Stück auf einmal. Wenn ich die 6 Stück aktiviere, die Energie ist dann so stark, dass du das so intensiv spürst, das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich was. Und das war halt hier bei ihr auch. Die Frau muss sehr sensibel sein. Ich denke mal, sie ist vielleicht 15 oder 16 Jahre, ne, sehr aufgeweckt. Die waren immer Angst, Angst. Dann bin ich mal ins Stationszimmer, so vor die Tür gegangen. Ne, die haben halt gewartet, bis die Ärztin kommt. Das war ja schon spät. Die war auch da, immer Angst, Angst hat sie. Und dann habe ich mal angefangen, die zu verarschen. Aber eigentlich habe ich sie nicht verarscht. Ich habe ja nur die Wahrheit gesagt. Aber das wissen sie ja noch nicht, dass ich Geistheiler bin und was dahinter steckt. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Sie halten mich wahrscheinlich für einen Dämon, nicht wahr? Und sie hat nur nach unten geschaut, ne? So hat sie geschämt oder irgendwas. Vielleicht sieht sie ja, vielleicht ist sie sensibel und sieht Dinge, die sie halt nicht drüber redet. Und dann habe ich zu den Schwestern gesagt, zu der Schwester und dem Pfleger habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich bin ein Dämon. Ja, ich bin ein Dämon und sie hat recht, ne? Vielleicht habe ich ja auch die Wahrheit gesagt, ne? Weil Geistheiler, das sind ja keine Dämonen. Das sind aber die Tiere, die das nicht verstehen, ist so. Am Anfang zum Beispiel ein Hund, wo ich mal jemanden Heilung geschickt habe, der Hund hat es auch durchgedreht. Dann irgendwann einmal hat sie mir geschrieben, dass der Hund, der horcht nicht und so weiter, das war sowieso allgemein. Und der hat jetzt solche Probleme oder was auch immer, Schmerzen, keine Ahnung, kann man nicht heilen. Habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir mal den Hund in die Arme und so weiter, ich schicke mal den Hund direkt Geistheilung, okay? Und ich werde auch dafür sorgen, dass der von jetzt an auf dich hören wird. Ich bespreche mit ihm. Ne? Und der Hund hatte in diesem Moment halt keine Wahl. Also die Geistheilung hat er bekommen. Sie hat es dann geschrieben, wie er reagiert hatte. Ne? Ohren gespitzt erst einmal, nicht wahr, was los ist, weil ich habe mit ihm auch geredet, was Sache ist. Du musst von jetzt an auf dein Frauchen hören, nicht wahr? Das ist dein Frauchen, deine Mama und so weiter, nicht wahr? Und Geistheilung gemacht, ungefähr vielleicht 5 oder 10 Minuten. Ne? Dann hat man ja gemerkt, auf einmal Bewegung war da, der Hund ist aufgestanden und weggegangen. Weil die Tiere anscheinend, ne? Das ist aber auch falsch, das ist, weil Menschen machen genau das Gleiche. Anstatt liegen zu bleiben, die werden müde. Zum Beispiel setzen sich hin, ich mache Geistheilung über die Ferne und nach 10 Minuten, wo es richtig losgeht, dann stehen sie auf, weil sie müde werden, die Deppen, und dann legen sie sich hin. Anstatt sich vorher schon hinzulegen. Ne? Und das spürt man über die Ferne, wenn die rumlaufen. So ist es dann auch geschehen mit dem Hund. Also, und am nächsten Tag schreibt sie mir total verwundert. Wow, den Hund geht's super, der Hund ist total happy, der hat sich nur noch gefreut, dass er Gassi gehen kann. Und der hört aufs Wort. Vorher war ihm das Schnurz egal, aber jetzt hört er aufs Wort. Ne? Das ist toll. Okay, das war's dann eigentlich mal. Also morgen geht's los mit der Tagesklinik, muss ich mich anmelden. Und schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, dass die mich da heilen können. Das Zeug hier nicht wahr. Also der Juckreiz, ein bisschen gebrannt hat es da, weil ich halt diese Ding benutzt habe. Ist ein bisschen hier hinten gespannt, weil das ist verklebt ein bisschen. Ich habe Angst, diese Wundheilungszeug drauf zu tun. Dann wird es wieder brennen, ne? Weil ich habe wieder eine Ibu 800 genommen. Und so eine Sache. Also dann sehen wir weiter. Okay, danke fürs Zuhören. Bis dann halt. Ne? Ciao, ciao.